White Russian, alternativlos. Verdammt, ich wollte jetzt was voll Kluges sagen und dann ist es mir im selben Atemzug entfallen. Das ist die Altersdemenz. Wie wär's denn, wenn du stattdessen probierst mit hier Zusammenfassung so einem Sheet? Zusammenfassung? Ja, ach warte, ich mache am besten da weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Ich hasse dich. Spiegel. Heute nicht, heute bezeichnest du mich als Spiegel. Du bist als Trollballerina auf dem Server. Ja, das werde ich noch ändern. Das ist ja eine ganz nette Zusammenfassung, aber vielleicht geht's noch ein bisschen deeper. Gut, es geht noch ein bisschen deeper. Also, was in den letzten, zumindest auf der letzten Aufnahme, ich kann das jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz so genau trennen, was Session 1 und 2 war. In jedem Fall hat es dem Spielleiter unheimlich gefallen, Jojos besten Kumpel umzulegen, inklusive eines zweiten guten Kumpels, der von, wie sie hinterher herausbekommen hat, den Spikes umgebracht worden ist. Jojo ist daraufhin kurz ein bisschen ausgerastet, durfte auch der Beerdigung beiwohnen. Beerdigung in Anführungsstrichen, das sieht ja bei der Gang ein kleines bisschen anders aus. Und hat dann begonnen, so ein bisschen Kram für Alex zu erledigen, also den Gangboss der Falcons. Damit hat sie sich nicht ganz zufrieden gegeben, sondern hat angefangen, Informationen über die Spikes zu sammeln. Das ist wiederum ein zweiten Kontakt von ihr, und zwar Fedor, einem War, aufgefallen. Fedor kennt ihr ja schon, der kam ja schon ein paar Mal vor. Ihr, du, Alex, du kennst ihn schon. Das ist verwirrend, dass der Gangboss Alex heißt und, naja. Egal, auf jeden Fall ist sie dann dorthin, weil er mit ihr sprechen wollte und er hat ihr erzählt, dass auch diese Worry vorhat, oder zumindest Vorbereitungen getroffen hat, die den Einmarsch der Polizei in das Gebiet des Spikes zum Ziel haben. Allerdings braucht die Polizei einen Grund dafür. Und dafür hat er dann Jojo ins Auge gefasst, war allerdings auch ein bisschen besorgt, dass sie aufgrund der persönlichen Natur dieser Angelegenheit möglicherweise die ganze Sache nicht hinkriegt und zu unbesonnen ist bei der Sache. Diese Angst ist nicht ganz Diese Angst ist nicht ganz unberechtigt, das wollte ich sagen. Da draußen ist schon wieder ein Höllenlärm, der mich ablenkt. Und sie hat dem dann aber zugestimmt, hat ihm zwar, ist zwar auch ehrlich gewesen und hat gesagt, dass das für sie schon eine Art Racheaktion ist, dass sie sich aber zumindest so weit im Griff hat, dass sie die ganze Geschichte durchzieht, ohne vorher aufzufallen, zumindest nach bestem Wissen und Gewissen. Und hat dann angefangen, ihren Plan zu verwirklichen, indem sie sich Düngemittel, Sprengstoff oder zumindest das Geld dafür hat bereitstellen lassen, inklusive den Rohmaterialien für einige Waffen, die sie jetzt zusammenbastelt. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Plan schon mal erörtert habe oder ob Jojo ihren Plan schon mal erörtert hat. Spielleiter, hat sie das schon mal getan? Ich glaube nicht. Okay, dann werde ich das auch so belassen. Und ja, so viel dazu. Habe ich irgendwas Relevantes vergessen? Nö, aber ich hatte so im Kopf, dass der Düngemittelsprengstoff schon fertig für dich angeliefert wurde. Ach so, das wusste ich nicht. Ich dachte immer, sie hat den Cred-Stick gekriegt, um sich das dann selber zu besorgen, weil sie jemanden kennt, der das zusammenbastelt. Ja, also unsere Spielwelt ist wie immer total konkurrent und so. Konkurrent ist nicht das richtige Wort, aber das ist mir egal. Deswegen sage ich jetzt einfach, du hast es parat nach den paar Tagen, die wir noch gedingst hatten. Hier, und wegen Höllenlärm, den du gerade ansprachst, wegen eines anderen Videos, was jetzt schon längst draußen sein dürfte, bin ich jetzt heute hier bei Flumi. Das heißt, wenn ganz zufällig der gleiche Lärm auftaucht, weil sich Nazis und Russen mal kurz begegnet sind, also vor der Tür oder in der Wohnung, dann ist das normal, ne? So. Ich muss nochmal sagen, das ist schon auf dem Video zu sehen, Alex, ich hasse dich, ich muss da mal im freien Tag echt früh aufstehen. Notiz, wir sind an der Stelle noch nicht fertig, es ist noch nicht wieder drauf. Okay. Aber wenn nicht, dann hast du es jetzt gesagt. Ach so, Mist, wir sind noch nicht fertig, du hast recht. Scheiße, dann habe ich es jetzt zumindest schon mal gesagt. Gut, also wir hassen dich auf jeden Fall richtig dick, mein Freund oder meine Freundin oder was auch immer. Viel Spaß. Ding. Bleib geil. Hau rein.
Na, ich weiß nicht, wo du mir den Einsatz gibst. Mitten in der Nacht in der Küche oder am nächsten Tag oder wo gibst du mir den Einsatz? Na, wenn du vorher noch mal was Wichtiges besprechen willst, kannst du das machen. Ansonsten würde ich springen bis, hat mir eigentlich schon abgemacht, 17 Uhr, 17.8., wo dann hier alles parat ist, alles fertig ist für dich. Wo du alles gebaut hast und in dem Ding in Donskoy alles fertig gelagert ist. Nee, in der Zwischenzeit ist ja noch, zumindest muss ich da noch ein paar Infos ranholen. Ja, aber du bist doch Mein erstmal Freund. beschäftigt mit Bauen, meine Ach Freundin. so, ja, gut, nee, ja, da an dem Punkt bin ich doch schon, deswegen ja, Na genau, und das war der das. 17. Das waren Alles die klar. 5 Tage oder sowas. Genau, ja, da endete auch der Text, den ich geschrieben habe, yay. Scheiß Angeber. Was denn? Fick dich. Den extra noch vor der Session hier geschrieben, damit er fertig ist. Ich Und würde jetzt sehr du. gern irgendwas einspielen, aber ich habe auf dem Laptop kein Soundboard. Und du mir den Kopf dann dafür abreißen kannst oder so, oder auch nicht. Egal. Gut, ja, das ist der 17. Der war auch schon, damit hab ich festgestellt, dass der ist. Nein, ich habe damit gerechnet, dass er ist. So. Na dann hau rein. Jo, irgendwann geht sie sicherlich nochmal für 2, 3 Stunden pennen. Ja, du kommst dann von dem Lagerhaus in Donskoy, ne? Nennen wir es Richtig. mal Lagerhaus, Mitten in der okay. Nacht. Also sie müsste jetzt so gegen 4 dann zurück sein. Sehr gut, Alex ist noch wach. Noch oder wieder? Na, das sieht man einem Menschen relativ schlecht an. Das ist richtig. Musst du jetzt auch nicht drauf eingehen, er hat halt deine Waffen in der Hand und schraubt die gerade wieder zusammen. Das heißt, schraubt die zusammen, baut die zusammen halt, ne? Hat Welche offenbar Waffen? den. Deine. Alle, die du nicht mithattest auf deinem kurzen Weg nach Donskoy, die sind jetzt sauber. Ich weiß, deine Waffen sind eigentlich immer Die sauber, aber sind die sind perfekt jetzt. gepflegt. Sie sind jetzt nochmal mit dem Alex-Schliff, also mit Alex-Speichel und damit treffen sie ja auch deutlich besser. Er hat halt Der alles nochmal ätzende überprüft. Man kann Org-Speichel. ja, man kann ja nicht sicher sein, dass du das ordentlich Du machst. meinst, er konnte einfach nicht pennen, ja? Das ist ja auch eine Interpretationsmöglichkeit. Alles klar. Gut. Okay. Sie saß, glaube ich, eigentlich schon in der Küche und hat Kaffee für sich gemacht und hatte eine Karte aufgerufen, aber das ist auch nicht so wild. Ja, da hast du ihn einfach noch nicht bemerkt gehabt. Gut. Streng dir mal ein bisschen deine Fantasie an, ja? Damit es richtig deep und dicht wird und ach, egal, Wurst. Genau so. Falscher Zeitpunkt. Das heißt, sie steht irgendwann in der Tür und guckt. Was machst du denn da? Deine Schlampigkeit korrigieren. Schlampigkeit? Bei mir in der Wohnung mag es ja zwischendurch aussehen wie Sau, aber bei meinen Knarren bin ich nie schlampig. Du kannst mir viel anhängen, aber das nicht. Ja, okay, dann. Dann. Ja, also Moment mal, ich bin der Gangboss. Ich habe gesagt, das war schlampig, jetzt ist es schlampig, jetzt habe ich es korrigiert. Ende. Ah, alles klar. Ich meine, du musst ja. Dein Scheiß muss ja bereit sein. Ist er doch. Da wollte ich mich nochmal sicher gehen. Sie hält ihm eine Tasse Kaffee hin. Danke. Setzt sich dann hin. Sag mal, du hast schon angefangen, die umzubauen oder was? Was soll denn da rein, Smart Link? Ja. Seit wann nimmst du denn diese Pussy-Scheiße? Ich dachte, ich hab dir was beigebracht. Du hast mir doch was beigebracht. Aber nicht Smart Link zu nehmen. Es gibt Situationen, in denen das durchaus nützlich ist. Ja, um die Ecke schießen und so eine Kacke, aber. Richtig. Aber du wirst schon noch selber abdrücken und nicht nur denken, Feuer. Natürlich. Naja, ich meine ja nur, es gibt ja viele Idioten, die nur noch denken und nicht mehr schießen, weil sie den Finger nicht mehr krümmen wollen, die ganzen Muschis. Ich werde es auch sicherlich nicht die ganze Zeit an und auch sicherlich nicht die ganze Zeit mithaben. Das wollte ich hören. Aber zwischendurch ist es praktisch. Ich wollte nur hören, dass 10 Jahre Prügelei sich wenigstens gelohnt haben. Ich meine, ich habe Hornhaut an den Fingern wegen dir. Irgendwozu muss ich ja gut sein. Ja. Beschweren sich die Nutten immer, dass es so rau ist. Sind Noten hier in die Klappe zu halten. Ja, denke ich mir auch, aber ich kann ihn ja nicht einfach eine watschen. Du kannst jedem anderen eine watschen, aber eine Nutte nicht. Ja, gehören die zu uns? Wenn sie Scheiße bauen, dann watsche ich denen eine, aber doch nicht einfach so. Ich verscherze es mir doch nicht mit irgendwelchen kleinen Pimps oder so, wenn es nicht sein muss. Ich meine, der arme Kerl verdient sein Geld mit den Schlampen und wenn ich die da eine reinhaue, dann kriegt er weniger Geld und so weiter, muss man sich wieder einigen, bla. Mal ein bisschen schütteln kann man sie.
Oder ihr pflegt eins hinter die Ohren geben. Geht auch, aber ich stehe nicht auf das Rumgeflenne während des Fix. Gerade wenn die mir einen lutschen sollen, weißt du, das ist das doch kacke, wenn dann dieses Geheule. Und haben die ihren Mund nie unter Kontrolle? Ja, und dann dieser ganze Rotz, der dann die Nase in den Mund kommt. Boah, Alter. Das ist doch widerlich. Was sagst du? Was sag ich? Kannst du mir da was lernen? Heute ist wieder große Erzählstunde. Ich hab die Weisheit doch und deswegen bam. Alles klar. Na dann erzähl mal. Habe ich ja gerade gemacht. Ach so, hast du mir nicht zugehört? Schon. Ich kann nicht jetzt alles verschwenden. Es ist um 4. Ja und? Da bist du doch gar nicht aufnahmefähig. Na, ich sitze noch hier. Das sehe ich selber, aber du bist nicht aufnahmefähig. Das geht schon. Sagst du so. Ist so. In ein paar Tagen werde ich dir das Gegenteil beweisen. Was meinst du? Dass ich dir in ein paar Tagen das Gegenteil beweisen werde, hast du nicht zugehört. Dass ich nicht aufnahmefähig bin, ja. Weil ich mich nicht mehr an das erinnere, was du mir gerade gesagt hast. Vielleicht. Ah, ich behaupte das Gegenteil. 2 Wochen Kloschrubben. Wenn ich dir in ein paar Tagen beweise, dass du nicht aufnahmefähig warst heute, 2 Wochen bei mir Kloschrubben, wenn du mir das Gegenteil beweist, schicke ich jemanden, der bei dir 2 Wochen ins Klo schrubbt. In welcher Wohnung? Du kannst es, sobald du eine neue Bude hast, ja, ne? Alles klar. Ist mir doch scheißegal. Läuft. Und wenn du da vorher Flat draufsetzt, nachdem er Tacos gefressen hat, ist das auch okay. Dann schick mir jemanden vorbei, den du entbehren kannst. Ja, finde ich schon niemanden. Gut. Ich meine, bis du eine neue Bude hast, ist es dann auch wieder einigermaßen okay. Läuft. Irgendwas Neues, das ich wissen sollte? Ich glaube, morgen wird es wieder ein bisschen Gemetzel bei den Fleischern geben. Aber wir haben nichts damit zu tun. Kennst du noch diese Revolver-Tickies? Desperados. Ja, genau, dieser Krempenhut-Flachwichser. Ja. Nicht viel mit denen zu tun gehabt, aber... Hätte nicht gedacht, dass von denen noch so viele übrig sind, aber ich glaube, die werden morgen mal vorbeischauen. Praktisch. Die wollen ihren angestammten Platz wieder. Ah. Ja, mal gucken, ob die immer noch so dumm sind und nur mit Revolvern rumrennen. Weiß ich nicht. Ich kenn's nicht anders. Das letzte Mal, dass ich da irgendwo rumgeguckt bin, ist schon welchen her. Da hatten sie noch welche. Du hast sie echt noch miterlebt, ja? Habe ich dich da überhaupt schon aus Trophäen auch rausgelassen? Ja, ich glaube schon. Also auf jeden Fall war ich in deren Gebiet und sind mir auch über den Weg gelaufen. Jetzt geh mal ganz kurz in dich. Ja. Habe ich dich da wirklich schon rausgelassen? Ich werde gleich nachrechnen, ob sie da überhaupt noch gab, oder hast du dich rausgeschlichen und verdienst jetzt nachträglich eine dicke Tracht Prügel? Bist du dir sicher, dass du die wirklich leibhaftig gesehen hast? Soll ich dich anlügen? Ah, sehr schön. Du kriegst erstmal eine schöne Schelle. Kriegst keine Prügel. Fürs Nicht-Anlügen. Schon verjährt. Nee, so eine Scheiße gibt's nicht, aber fürs Nicht-Anlügen gibt's Milderung. Achso, ne, das war gut. Außerdem, ich wenn du nicht mehr sie reibt stehen sich den kannst, Hinterkopf. Und wenn du nicht mehr stehen kannst, wer soll dann ja kochen? Und sag jetzt nicht eine von den Nutten. Nicht? Die kochen scheiße. Die meisten schmecken nichts mehr wegen dem ganzen Zeug, was sie sich reinpfeifen. Und dem ganzen Sperma, was sie den ganzen Tag in der Fresse haben. Na, Proteinmangel werden sie auf jeden Fall nicht sterben. Was für ein Zeug? Eiweißmangel. Ach so, nee. Wenn der gute Müllermilch kommt, dann... Müllermilch, was? Na klar. Du kennst ja wohl Müllermilch. Ja, aber... Blatt kommt ungefähr in einer Woche oder so. Okay. Die anderen hat er aber jetzt schon zurückgeschickt. Hat es wenigstens was gebracht? Oh ja. Wir werden mehr Knarren von St. Petersburg hierher bringen, als du je gesehen hast. Na dann. Alle aus dem Militärhafen geklaut.
Was heißt denn geklaut? Wir sind doch nicht bescheuert. Ja, doch nicht ihr. Nee, da gibt's doch hier Produktionsüberschüsse und Kisten, die nicht mehr nummeriert werden und deswegen erstmal irgendwo zur Zwischenlagerung landen, bis man wieder weiß, was das da eigentlich ist und so eine Scheiße und sowas ist da halt. Oder alte Sachen, die verschrottet werden sollen und so ein Gedöns. Ich glaube noch nichts vom Militäraffen. Wo kommst du denn her? Du hast einmal kurz Odins Prügel angeguckt und jetzt hast du richtig Bock oder was? Nee. Na, siehst du. Keine Militärknaben. Nein, keine Sturmschrotflinte. So viel Kohle hast du nicht. Stimmt. Außerdem zerrungst dir doch da beim Rückstoß eh die Schulter. Da gibt's Mittel und Wege. Vielleicht schon, aber reichen die aus, ist die Frage. Glaubst du ernsthaft, ich habe mir von dir so viel beibringen lassen, um hinterher von der Sturmschrotflinte zu kapitulieren? Du bist ganz schön frech. Willst du es jetzt auf mich abschieben, wenn du es verkackst? Da braucht man eine gewisse körperliche Grundstatur, egal wie viel Kompensation du reinpackst. Das Ding renkt dir die Schulter aus und das liegt wohl nicht an mir. Natürlich liegt das nicht an dir, das habe ich auch gar nicht gesagt. Ja, das wolltest du wohl auch andeuten. Nee. Ich wollte nur andeuten, dass ich nicht eher Ruhe geben werde, bis ich dieses Ding so hingekriegt habe, dass ich damit schießen kann, wenn ich dann mal eins in die Finger kriege. Und wenn du dir so einen riesigen, weiß ich nicht, Roboter 3 Fuß an deine Schulter bauen lässt, der das Ding nach vorn drückt, oder was? Richtig. Das zählt nicht. Muss ich mal gucken. Ich glaube, das geht schon. Ich würde ja fast sagen, das würde ich sehen, aber ich habe ein bisschen Schiss, dass das dann ausbricht und mich über den Haufen schießt. Dann nehme ich es auf Kamera aus und gebe dir ein Live-Feed. Ja, dann kommst du hier mit deiner kleinen, mit der Fuchsgesicht-Dings da und dann editiert ihr die Scheiße um oder was? Verarsch mich ja nicht. Bitte dich. Ich habe auf jeden Fall damit geschossen, das ist nicht retuschiert. Dafür habe ich zu viel Stolz. Schlechtes Argument. Vielleicht hast du auch nur zu viel Stolz, um es zuzugeben und deswegen hast du voll manipuliert. Nee. Na gut. Außerdem habe ich den Prügel auch abgefeuert. War blau, aber es ging. Der Prügel war auf einem 3 Fuß, hatte internen Rückstoßkompensation und ich stand hinter dir und habe dich dagegen gedrückt. Ja? Der hat ja auch deutlich mehr Wumms als eine Sturmschrotflinte. Das ist richtig, aber der batzt einmal und haut dich kaputt. Und so eine Sturmschrotflinte, die batzt mehrmals und fliegt dir dabei aus den Händen. Ach Quatsch, das geht. Na klar. Irgendwie geht das. Irgendwie kriege ich das Ding hin. Wenn ich's habe, dann kriege ich's hin. Und dann gebe ich's auch nicht mehr aus der Hand. Vielleicht auf dein Auto montiert oder was? Ach, Quatsch. Na gut. So ein Ding hat man noch nicht, um es aufs Auto zu montieren. Das ist nicht ganz falsch, wird außerdem eh Zeit, dass er mal ein Motorrad kriegt. Damit wäre ich auf jeden Fall wesentlich schneller unterwegs. Außerdem sieht das nicht aus, wenn die Tochter vom Gangbus hier ankommt mit so einer Schaluppe. Ich habe schon mal überlegt, mir irgendwann mal eins zu besorgen. Mal gucken. Das wäre eine gute Sache, du kannst nicht ewig auf Stützrädern fahren. Ja. Mal schauen, wenn der ganze Rotz hier vorbei ist und wieder ein bisschen Ruhe ist, dann mache ich das. Sehr gut. Gut. Hast du noch irgendwas zu erledigen? Nee. Hau ich das mal hin. Ich muss mal wieder meinen Schnurrbart rasieren. Ich glaube, du hast mich gerade nicht richtig verstanden. Ach, ja. Sie steht auf und geht. Guck dich doch mal an, Alter, du wankst da beim Gehen. So ein Quatsch. Ja gut. Irgend so ein Spaß, den wir mal, wo wir die Außenstände eintreiben mussten, hatte so einen Erziehungsratgeber rumliegen, ja? Und weil die gerade noch damit beschäftigt waren, ihm klarzumachen, dass es relativ dringend bei ihm ist, habe ich mir das mal angeguckt und da stand drin, hier... Die kleinen Rotzviecher lassen sich viel einfacher beeindrucken, wenn sie merken, dass man genau dieselbe Scheiße machen muss wie sie. Also siehst du, ich hau mich jetzt hin und werde schnarchen und du machst dasselbe. Weiter habe ich nicht gelesen, aber ich glaube, das nächste Kapitel war, und wenn sie es dann immer noch nicht machen, dann kriegen sie einen auf den Hinterkopf. Gut. Schön, dass wir uns so gut verstehen. Er steht auf und schmeißt sich ins Bett. Gut. Sie legt sich auch pennen.
Verdammt, das war verkackt. Das war ultra verkackt. Ja, das schneide ich raus. Oder so. Wie immer werden wir das nur sagen und nicht tun. Nächster Tag, mach was. Jo, sie steht irgendwann auf, sie tut die Pflichten, die man ihr auferlegt hat. Kissen ausschütteln, Boden fegen. So weit kommt's noch. Nee, gut, dann vielleicht nicht. Das äußerste an Hausarbeit, was sie da noch tut, ist die Putzdrohne zu reparieren, wenn die wieder kaputt ist. Naja, Putzdrohne. Ich glaube, da gibt es schon lange keine mehr. Das Problem ist, dass wenn man wieder eine Party ist und da irgendjemand halb besoffen hochwankt oder irgendwas oder aus anderen Gründen halb besoffen oder angeschossen hochwankt, dass der da einfach drauf tritt. Und das wird so oft passieren, dass Alex sich denkt, scheiß auf so eine verfickte Nee, putzen wird sie da nicht. Kackputzdrohne. Hier News und so, ne? Gib mal News. In beliebiger Stadtteil Bratislava war so ein kleiner Store von Erika, wo man sich so Matrix Service Provider Shit kaufen konnte, irgendwelche Verträge, ne? Und da war es unter Umständen so, dass Leute ankamen mit einem Spruchbanner, ihr fresst uns nicht, und dann haben sie da Molotow-Cocktails reingeschmissen bis zum geht nicht mehr und dann sind sie abgedampft. Jojo überlegt sich gerade, die auch noch direkt mit auf die Liste zu setzen, wenn sie sowieso schon einmal dran ist. So, also ich mache jetzt meine Todesliste, da kommt Johannes drauf aus der 5. Klasse und die und die und die. Ja, dann müsste sie ja erst nach St. Petersburg fahren, das geht doch nicht. Aber da könnte sie gleich ihre Eltern mit abschmatzen. Oh, das wäre so schön. Na, na, oder ihren behinderten Bruder. Nicht sagst du, naja gut, Nee, dann geht heben wir uns nicht. das für später auf. Ja, wenn die mal ein bisschen weiter sind. Aber schön, dass du erkannt hast, worum es geht. Irina Pavlov muss doch ihrem Ruf gerecht werden, als schwarzes Schaf der Familie. Ja, ich glaube, die Eltern hatten bei dem schwarzen Schaf nicht daran gedacht, dass du jetzt jeden umbringst, der Als dir blöd Sensenmann kommst. auftauchst, meinst du? Sensenfrau würde das jetzt sagen und ich übernehme ihn gern. Düse, ich vermisse dich. Er Gut. ist noch gar nicht im Urlaub, aber es ist schon so traurig. Nichtsdestotrotz, sie wird gucken, dass sie irgendwas zu tun findet, weil sie aktuell noch nicht in das Gebiet des Bikes fahren kann. Das wird sie später am Tag tun. Wieso nicht? Weil es jetzt noch nichts bringt. Ich bin verwirrt, was ist später am Tag anders? Abends. Oh, okay. Na, sie muss auf jeden Fall an den Barkeeper der Spätschicht ran. Und das ist allerdings dumm, wenn sie Ah, du das tut, möchtest während den er Dienst hat. Barkeeper auf einen freundschaftlichen Besuch und fragen, Ja. was so. Ah, ich Aber da verstehe. sie nicht weiß, wo er wohnt, muss sie erst rausfinden, wo er wohnt. Das kann sie aber nicht. Technomancer müsste man sein. Ja, Technomancer müsste man sein, ist man aber nicht. Ja, das ist natürlich doof. Okay, Und sie. dann verstehe ich dein Bemühen. Die haben doch, die Typen haben doch so einen komischen Zaun um so ein paar Häuser gebaut, ne? Es wäre nicht schlecht, wenn Ja. man an manchen Seiten irgendeine Art Rolltor hätte und so ein Rolltor braucht einen Motor und so und da wärst du auf jeden Fall den Tag und noch ein bisschen länger beschäftigt in deinen Freizeiten da. Gut, sie beschäftigt sich auf jeden Fall und bastelt irgendwas rum, damit sie irgendwas zu tun hat. Was hast du denn gegen ein Rolltor? Nichts, das Das passt. siehst du. So gut. Hat sie was zu tun? Ausgezeichnet. So, so ein richtig geiles Rolltor und wie gesagt, du hast noch dann bis zum Abend bist du beschäftigt, hast vielleicht das erste fertig und so weiter, bla bla bla. Und ja, genau. Jo, der späte Abend. Was sagst du so uhrzeitentechnisch? Wann willst du da sein? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann die Spätschicht auf und wann sie zumacht. Das ist, macht der Typ wahrscheinlich auch immer abhängig davon, wie viele Leute gerade da sind. Das ist sehr gut möglich. Ich weiß nicht mehr genau, ob letztes Mal, ob die einen normalen Matrix-Eintrag hatte. Ich weiß es leider auch nicht mehr. Aber mach mal hier dein fotografisches Gedächtnis. Jetzt geht schon wieder los. Na klar hast du 5 Erfolge. Warum denn nicht? Alter. Ey, hier, Alex, ne?
Ich will immer mal sagen, das ist ein Würfeltool, das haben wir auch in einer Runde, die Flummi leitet mit so ein paar anderen Leuten. Und da hatten alle drei Spieler mindestens einen Patzer an dem, oder kritischen Patzer, an dem einen Spiel. Das war ein kritischer Patzer. Wo es relevant wurde. Das heißt, man hat sich da selber die Füße abgeschossen und so eine Scheiße. Und die würfelten hier fünf Erfolge mit demselben Scheißprogramm. Ich glaube, die muss auf jeden Fall richtig verwackelt werden. So, also. Ja, du bist doch gerade da. Ja, touché. Ich traue mich aber nicht. Also. Das ist gut. 20 Uhr ist offen und meisten, also dran stand damals bis 1 Uhr. Gut, also es ist davon auszugehen, dass das Ganze noch länger dauert. Sie bastelt sich alles zusammen. Nein, sie zieht sich jetzt irgendwie Klamotten an, mit denen sie dahin passt. Sprich, irgendwie eine Jeans, ein Pulli und Mach mal verkleiden wegen der Maske, die du sicherlich tragen willst. Ja, die zieht sie sich aber jetzt nicht an, während sie noch in Schofflino ist. Das macht sie später. Das ja, aber würfel es mir jetzt trotzdem schon mal. Gut. Alter! 4 Erfolge auf Verkleiden. Es ist, ja. Nee, macht gleich Spaß, so zu spielen, weißt du? Wenn es heute nochmal eine Schießerei gibt, dann kommt das wahrscheinlich dann, dass ich patze. Das will ich dir schwer ans Herz legen. Na, es ist immer so. Dann hast du noch 5 Edge. Ja. Siehst du mir wahrscheinlich heute alle aus der Tasche. Das bleibt zu hoffen, ja. Ja, wie gesagt, sie zieht sich relativ unauffällige Klamotten an, für ihre Verhältnisse zumindest. Zischt ab. Genau, sie hat ja die Fischetti mit. Mit dem Tarnholster. Nee, doch, jetzt wollte ich gerade korrigieren, du warst schon richtig. Ja, die Fischetti hast du also mit. Ja. Hatte die eigentlich auch ein Schalli-Dämpfi? Die hat, glaube ich, auch einen Schalli-Dämpfi. Ich schaue nochmal kurz nach. Weißt du, was das Problem am Schalli-Dämpfi ist? Ja, dass er groß ist. Dass er nicht ins Tarnholster passt. Einfache, nee, komplexe den Handlung, um den dran zu schrauben. Gut. Na, wenn sie davon ausgeht, dass sie nimmt sich übrigens auch erstmal auch einen Ladestreifen Gelmuni mit für das Ding. Aber sie hat normale Muni geladen. Sie hat normale Muni geladen, sie nimmt sich aber auch Gelmuni mit. Das ist ja aber wieder mal sehr schön. Mhm. Gut. Alles klar, du willst einfach hinfahren, sagst du. Na, was soll sie denn machen? Naja, ich dachte nur, willst du noch irgendwas machen? Nee, du packst dein Zeug und fährst dahin. Sie packt ihr Zeug. Warte, ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Nee, sie hat aktuell nichts, was sie theoretisch mitnehmen könnte. Doch, sie hat noch ein bisschen von diesem blöden Gegengift. Das nimmt sie mit, falls irgendwas ist. Ach, genau. Das bleibt nicht zu hoffen, aber sie tut's. Scheiße, wie viele Dosen hat sie da gegeben? Sage ich dir gleich, das habe ich mir aufgeschrieben. 34 Ampullen. Stimmt. Das wollte Fedora auch noch beschaffen, das habe ich unter Umständen vielleicht ein wenig vergessen. Es verhält sich also so, dass du von dem ich mache die Viecher mildtätig und freundlich Zeug 3 Dosen hast und die Beschriftung liegt nahe, im Ernstfall sich mit 2 davon einzudieseln und das hält dann genau 1 Stunde. Mit nur einer hält das vielleicht auch 1 Stunde, aber du bist nicht vollkommen sicher, ob dann alle Tiere und so weiter und ne? Ja, ich hab's mir gerade aufgeschrieben. Sehr gut. Öffis oder Auto? Da sie vorhat, den Typen mitzunehmen, Auto. Du willst ihn einladen, das ist so freundlich. Mhm. Oh, da geht mir dieses Herz auf. Also, du bist so gegen wann Uhr da? Wahrscheinlich so gegen, na, so gegen 12 rum. Okay, und hier kommt die Maus. Ich weiß, du wirst irgendwo ein bisschen Entfernung packen wollen oder auch nicht, aber das ist mir gerade egal. Ja, sie kann ihr Auto ja im Zweifel ranholen. Das ist richtig, das hat letztes Mal schon an der Stelle so gut geklappt. Was dir auffällt, ist das folgende. Kein Zivilist ist draußen. Alles, was du siehst, sind bösartige Wurr und ein paar gemeine Spikes. Oh, das ist schlecht. Das heißt, sie fährt einfach erstmal durch, bis sie einen Platz gefunden hat. Sie fährt um die Typen rum, bis sie einen Platz gefunden hat, an dem sie parken und aussteigen kann und durch die Schatten springen kann, damit sie nicht aufgehalten wird von irgendwelchen Assis. Durch die Schatten springen? Ja, ja. Darf ich das als Sneaking verstehen? Na, es ist auf jeden Fall so, dass sie jetzt nicht pfeifend über die Straße läuft. Ja, also wenn dann irgendwie mal jemand kommt, dann steht sie auch irgendwie eher in einem Seiteneingang und so weiter. Also so, wo sie halt nicht, ne, nicht gesehen wird. Bullets are falling on my head. Ich verstehe. Du willst also mir jetzt eine Sneaking-Probe machen?
Ich möchte nicht, aber ich gehe davon aus, dass du eine verlangst. Deswegen werde ich das jetzt tun. Oh, ich habe von Donnerstag einiges wieder gut zu machen. Ey, ich kann nichts dafür, dass ihr so scheiße würfelt. Oh, doch. Was denn? Alles. Alles? Ja. Drei Meisterlein? Erfolge, nicht schlecht. Zum Glück habe ich den ganzen Erfolg. Ich würfel jetzt für jeden Einzelnen. Guck mal, wie aggro der Also. ist. Der kann das nicht trennen. Natürlich kann ich das nicht trennen, aber dazu bin ich auch nicht da. Du weißt doch genau, dass ich die Rolle des liebenswerten Trottels in dieser Runde übernehme. Und mit liebenswert meine ich verachtungswürdig. Also, du gehst zur Spätschicht. Zumindest so nah, wie du rankommst, ohne entdeckt zu werden. Bla, bla, bla. Ihr geht nicht rein. Ja, das habe ich ja schon gerade gesagt. Richtig. Du bist in eben jener Gasse, wo damals ihr die Spuren von Gunfith entdeckt habt. Oh, wo sie, ich glaube, Okay, wo zwei du Spikes damals erschossen nichts entdeckt hat. hattest. Ja, wo Genau. du zwei Spikes einfach mal richtig hart zerlegt hast. Da ist auch Oh, noch ein paar Blutspritzerchen. da kommen tolle Erinnerungen hoch. Diese Erinnerung ist für Jojo gerade sehr befriedigend. Mach mal Selbstbeherrschung, dass du keinen Orgasmus kriegst. Ich bitte dich. Wenn sie einen haben Komm wollte, schon. könnte sie sich das jetzt einstellen. Touché! Also gut. In der Spätschicht, wenn du mal kurz reingelugt hast, was du natürlich hast, ist der Barkeeper. Ja. Sind da ein paar Spikes? Ja, sogar ziemlich viele und zwar so. 8. Und es kommen dann, wenn du da ein bisschen wartest, ein paar Wo rein. Dann streiten sich ein Spiky Boy und die Wo. Und am Ende knickt der Spiky Boy aber ein. Vielleicht war auch, weil er sowas im Magen hatte, was wie eine Faust aussieht. Und dann sind alle ein bisschen angespannt. Also Dann Jojo nehme macht da ich. ein paar Bilder, so davon mal abgesehen. Ja. Dann Kann nehmen sie sich vielleicht später die. nochmal gebrauchen. Vielleicht nehmen sich die wohl ein paar Fläschchen mit und dann verziehen die sich wieder, dann gehen die zu einem Auto, was da steht, treten die Außenkamera an, Spiegel wird es ja doch, Spiegel wird es immer noch geben, die Außenkamera mit Spiegel ab und sowas, schlagen die Scheibe ein, gucken mal nach Kaugummis im Handschuhfach, finden sie und gehen dann weiter. Es kommt gerade ein vereinzelter Lohnsklave, vermutlich von seinen Überstunden nach Hause, sieht ziemlich fertig aus. Du hörst dann vom Winde herübergeweht, die Worte Ausgangssperre und das wird aber teuer und dann irgendwie, wie Ups. sie ihn hart zusammenlatschen. Ja, also ist es auf jeden Fall ein schöner Ort. Willst du nicht vielleicht hierher ziehen? Na klar, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich kann ja mal mit den War reden. Vielleicht geben sie mir ja einen Platz in einem Puff oder so. Ach nee, die Es kommt erschießen nicht ja halt ihre nur Nutten im auf Moment. welcher Seite der, ne? Hey, Naja. wieso erschießen ihre Nutten? Ah nee, das waren die Fleischer, die ihre Nutten im Moment erschießen und es aussehen lassen, als wären es Falcons. Ja. Die Wo Verzeihung. sind lieb und nett. Sind sie immer? Wenn da mal eine von denen zu Bruch geht, ja, mir fällt auch manchmal ein Glas runter. Sie waren einfach zu schwach. Du hast doch Soylent Green gesehen, Furniture. Na, siehst du. Ja, guter Film. Sehr guter Film. Alex, nur zu empfehlen. Also du wartest da, sagst du, ne? Ja, sie wartet. Okay, die Stündelein verstreichen, zum Glück ist es nicht kalt. Es ist ja Sommer. Ja, das ist das Und sie hat Problem, sogar aber. Panzerung an. Ja, und es fängt an zu pissen. Schön. Da kommt so richtig schöner schwarzer Mock runter. Gut, dass Ein sie Genuss. sich irgendwo unterstellen konnte, hoffentlich. Oder zumindest eine Kapuze mit hat. Wenn Regen angesagt ist, hat sie irgendwas mit. Ich glaube, darauf muss man achten. In den späten Augustwochen ist Regen, das ist okay, du hast eine Kapuze mit, das passt schon. Nichtsdestotrotz, du weißt, dass man trotzdem immer irgendwie nass wird und dann dieser schwarze Mock den Körper runterläuft. Das ist einfach nicht schön. Es brennt jetzt nicht, aber es stinkt halt schon brutal und so. Ach ja, und dann weiß ich nicht. Der Regen bildet die Worte für Schmittern. Nein, Quatsch. Nee, es passt schon alles. Also, es ist auf jeden Fall super widerlich alles. So ein Affe. Natürlich. Ah, lustig. Ja, So. super widerlich. Ja, da kann sie jetzt nichts gegen machen. Das Nee, ist, kannst auch nicht. Du bist sie hier ist fett Dui-Faktor. angesickt, sagen wir es mal so. Du hast einen Platz zum Unterstellen, aber es reicht halt nicht vollkommen. Ja. Irgendwann verziehen sich dann die Spiky Boys in unterschiedliche Richtungen, was für ein Ärgernis, und der Typ ist allein da drin. Räumt auf, wobei aufräumen ist, naja. Sie hat ja noch, sie war ja schon mal in dem Laden. Waren da Kameras? Ich musste gerade kurz etwas trinken, deswegen konnte ich nicht abrupt lachen.
Hätte aber fast jetzt das gesamte Getränk über mein Mikrofon geschüttet. Das wäre scheiße gewesen, ja. Der Typ hatte nicht mal Fanta, der hatte Wasser mit Kohlensäure und Bier. Gut, dann, sie ist ja an der Hintertür. Je nachdem, wo der sich gerade befindet, sie wählt jetzt... Es gibt keine Hintertür. Achso, es gibt nur einen Eingang. Ja. Okay, dann, wenn alles ruhig ist soweit... Mach mal Wahrnehmung. Das, was ich so gut kann. Restlichtkram hast du ja, ne? Ja, ja. Na genau, hast du jetzt sogar im Auge, oder? Richtig. Cool. Ich möchte gerne einen Edge. Ich habe ja genug. Hau rein. Also sie hatte einen Erfolg und so, ne? Ich möchte nur meine Edge-Würfel nachwürfen. Das ist genau das. Ach nee, ist... Ach scheiße, da hast du ja Regel der 6, ne? Richtig. Warum habe ich nochmal gesagt, dass 5 Edge okay sind? Guck mal, und ich kann sogar noch eine 6 nachwürfeln. Du kannst auch SRE eindrücken, ne? Eindrücken vor allen Dingen. Gut, dann hat sie 4 Erfolge. Mit 4 Erfolgen, das könnte man wohl gerade so verschmerzen. Du siehst auf jeden Fall niemanden. Ja, auch nicht an den Fenstern und so weiter. Dann nutzt sie jetzt die Zeit, wenn er in einer günstigen Position ist, sodass er sich nicht direkt hinter die Theke beugt, um die Schroti rauszuholen, die er da wahrscheinlich gelagert hat. Du meinst also in dem Moment, wo er ein Päckchen Drogen von unter dem Tisch aufsammelt und sich am Arsch kratzt? Quasi. Finde ich auch eine ziemlich gute Sache. Sie hat sowohl in der Zeit, in der sie gewartet hat, den Schalldämpfer angebastelt, hat Gel-Munition geladen. Nutzt diese Zeit, da reinzuspringen quasi und schießt ihn auch direkt über den Haufen. Einfach so. Während er sich am Arsch kratzt, schießt du ihn in den Rücken. Ist ja Gel-Muni, klar. Sie will ihn nur ausnocken. Okay. So. Er fällt vornüber, reißt den Tisch um, stand noch ein Aschenbecher drauf, der am Boden zerspringet. Und das macht ziemlich einen Lärm. Und naja. Sie holt übrigens ihr Auto ran. Das macht ziemlich einen Lärm. Naja, das war ja keiner in der Umgebung, hast du gesagt. Das hab ich gesagt. Ja. Das ist zwar unschön, dass das Lärm macht, das ist auch nicht cool. Sie wird ihm wird auch direkt nochmal ein Gel-Ding nachsetzen, damit er auf jeden Fall bewusstlos ist. Nein, das tust du nicht, der ist auf jeden Fall bewusstlos. Du wirst ihn ja zweimal in den Rücken geschossen haben oder so. Naja, wenn sie konnte, ja. Du willst dem Armer jetzt noch nicht vielleicht noch eine Milz rauben oder so mit so einer. Nee, Anziehung. Oh Gottes Willen. Nee, da würde ich auch, da würde ich meinen Charakter hinschmeißen, wenn du mir eine Milz rauben würdest. Sie macht jetzt das Licht aus. Sie zieht ihn jetzt quasi neben die Tür, macht das Licht aus. Dir fällt auf, dass er am Notausgang, den es nicht gibt, auch kein Schild dafür hat. Das ist auf jeden Fall gesetzeswidrig. Du solltest den Mann anzeigen. Auf jeden Fall. Ne, wie gesagt, sie zieht ihn neben die Vordertür, macht halt das Licht aus, damit es so aussieht, als wäre da nichts mehr. Und ich meine, irgendwas runterfallen kann im Ollen auch mal. Schließt erstmal die Türe. So, Herzelein. Steht mit geladener Waffe ungefähr... neben der Tür. In ungefähr 100 Metern kommen zwei Wohr, die wohl das mit der Ausgangssperre vielleicht so ein bisschen ernst nehmen und so ein Auto, was da hinfährt, dem sind sie halt jetzt gefolgt. Gehen da gemütlich hin. Deine hat eine Schrotflinte, so wie du immer, das ist immer so eine Sache, das ist gar nicht so schön. Du bist gemein, du lässt das Auto erstmal wieder wegfahren. Okay, sie rennen jetzt dem Auto hinterher. Mein Auto ist schneller. Natürlich, aber der eine bringt wenigstens nochmal seine Schrotflinte in Position und schießt daneben. Und okay. Sie rennen ihm trotzdem hinterher. Na klar, ist das schneller. Und der eine brüllt irgendwas ins Comlink. Ja, sie beide sind weg. Du hast gesagt, da ist ein Auto, ne? In der Nähe. Aber ohne Spiegel. Das ist ja nicht schlimm. Wenn da gerade keiner ist, dann... Willst du wissen, was es für ein Auto ist? Ja, eins, wo ich den Typen mit wegbringen kann. Ein Mostrons Echo Car. Es wird ziemlich eng für euch beide, aber naja, gut. Wurst. Dein Auto meldet dir: Vorsicht, in 20 Meter ist kein Gridcat mehr verfügbar. Autopilot wird aktiviert. Autopilot wird mit Situation zu 44% fertig. Scheiße. Halt braucht sie wirklich ein Dings, weil ihr Auto geschrottet ist. Super. Freut Düse sich, dann ist wenigstens nicht nur sein Auto im Arsch. Quid pro quo, er hat mich bezahlt. Er hat das doch geskriptet, das weißt du doch.
Gibt es die Möglichkeit, denen das Auto einfach nochmal entgegenfahren zu lassen und irgendwo hinzuschicken, wo es halt irgendwie einen anderen Stadtteil? Du meinst quasi rückwärts und dann bla? Rückwärts drehen, wie auch immer, mit etwas überhöhter Geschwindigkeit ab in einen anderen Stadtteil, so dass es quasi wegkommt von denen. Also überhöhte Geschwindigkeit wird dein Auto jetzt nicht fahren. Außer du machst Ja, den gut. Autopilot an. Aber du kannst es, das kannst du durchaus machen, ja. Ja, gut, wenn es dann halt ein bisschen lediert ist, dann fährt es erstmal nach Donskoi oder so, wo es eigentlich eh keine Sau interessiert. Also du, das machst du, sagst du. Ja, zumindest erstmal in die Richtung, zur Not muss sie es zurückholen. So, sie wird es Nee, allerdings. okay, nee, sprich mal aus, Sie, sprich mal pass auf, aus. sie wird allerdings sich jetzt bemühen, weil sie wird sich nochmal umgucken und gucken, dass da keiner auf der Straße ist. Hoffen, dass da jetzt keiner irgendwie den Typen nochmal kurz fesseln und knebeln und so weiter, damit er jetzt nicht doch abhaut, falls er doch noch wach wird. Und ihm was halt in den Mund packen. Es sei denn, er hat eine verstopfte Nase, sie will nicht, dass er erstickt. Du kontrollierst seine Nase. Na, das ist schon oft Er passiert, dass leidet Geißeln an leichter erstickt sind. Rhinophonie. Genau, so. Ihr Auto, ja, da muss sie jetzt halt gucken, dass das irgendwie zumindest so fährt, dass es sie, falls sie dem wirklich noch hinterher laufen, Schrägstrich fahren, nicht an der Spätschicht vorbeikommt, sodass sie in Ruhe jetzt machen kann. Und das war eine super Ablenkung. Sie bemüht sich jetzt, zu diesem Auto zu gehen. Ich denke mal, das wird nicht das erste Auto sein, das sie kurz geschlossen hat. Plus, es ist hoffentlich auch ein relativ altes oder beschissenes Auto, weil es hier in der Gegend rumsteht. Und hat hoffentlich keine Diebstahlsicherung. Also, wir machen das jetzt ganz einfach. Wir machen jetzt eine kleine Orgie. Zum einen hätte ich gern einen Panzerungs- und Bodywurf von deinem Auto plus 5. Oh Gott. Mein armes Auto. Sie erstmal finden hier. Wo ist es denn? Da unten ist es. So, was sagst du? Panzerung plus Body. Plus 5. So, das hast du da. 10 Erfolge. 10 Erfolge. Tja, das ist halt leider nicht ganz der Grundschaden von so einer Schrotflinte, ne? Was macht deine Schrotflinte für Grundschaden? Meine Schroti macht Mit PB, Grundschaden. also mit Flechette. Was sage ich dir? Ich glaube 12. Ja, mit Flechette macht sie 12. Ausgezeichnet. Also, sowohl deine Motorhaube als auch deine Frontscheibe sind stark ligiert, wenn nicht die Frontscheibe so an mehreren Stellen ein bisschen zerbrochen und naja, vielleicht ein Sitz hat es ein bisschen gekillt von dem Schrot. Aber sonst kommt dein Auto jetzt damit weg und die sind wegen, weil sie in einem scheiß Auto hinterher gerannt sind, natürlich relativ erschöpft. Jetzt zum Autoknacken. Das ist eine ausgedehnte abnehmende Probe, wie immer, bis ich Stopp sage. Auf. Naja, Schlosser. Bodenmechanik-Krams. Ach, das Schloss interessiert mich Oh. überhaupt nicht. Das Schloss machst du auf und da ist der Laden gelaufen, aber. Das Kurzschließen. Und du willst ja nicht, dass es sendet, dass es jetzt irgendwo hinfährt, nicht wahr? Ich möchte bitte jetzt Edge mitwürfeln. Hau rein. Was hatten wir uns geeinigt mit Dys damals? Für alle Proben oder nur für die erste? Das weiß ich nicht. Ich habe ja schon 2 gewürfelt. Jetzt. Ach so, na dann, ne? Ja, ich dachte für alle Proben, oder? Da dürftest du ja einen nochmal würfeln, das wäre auch total behindert. Ja, für die, die ich jetzt noch habe. Wofür willst du dein Edge genau ausgeben? Ja, ist ja recht. So, Du hast es dann in nächster Folge nochmal gewürfelt, oder was war das? Was? Nee, ich habe jetzt 4 für den nächsten Edge-Wurf direkt mit Dingens mitgewürfelt. Ich hätte es ja eh würfeln sollen, oder? Hier, mir fällt gerade auf, hast du überhaupt Werkzeug dabei? Gut, dass du es ansprichst. Naja, Werkzeug, ein Schraubenschlüssel oder sowas schon, aber weil Ja, sie ja mit einem dachte, ich muss noch. Schraubenschlüssel knackst du kein Auto in 2080. Damit schlägst du das Fenster von dem Auto ein. Immerhin, du kannst ja dein Edge jetzt wieder gern wiedergeben. Ich sehe nämlich nicht, dass Gut. du ohne Werkzeug dieses Auto kurzschießen wirst. Dein Auto ist auf jeden Fall unterwegs. Gut, das heißt, ich gehe jetzt zurück und suche erstmal bei dem Typen Werkzeug. Irgendwas wird er ja wohl haben, womit man so ein scheiß Auto kurzschließen kann. Nee. Ein Schraubenschlüssel und bla, um ein bisschen Verdeck abzuschrauben und keine Ahnung. Es gibt nicht Und ein paar umsonst Kabel. Automechanik-Kits. Okay, ja, mit minus 3. Durch MacGyver immer noch minus 2. Für alle Proben. Alter Verwalter. Er hat kein Autoschloss oder Werkzeug da. Ja, ist Der ja hat richtig. Werkzeug da, um eine Lampe Du, anzubringen, ist weißt du? doch richtig. Ich sagte nur, alter Verwalter, du musst dich jetzt nicht rechtfertigen. Ich sage dir, der hatte Werkzeug, um eine Lampe anzubringen und hat trotzdem keine Notausgangslampe angebracht. So ein Arschloch. Gut, ich würfel jetzt direkt mein Edge mit.
bei dem ersten Wurf, ansonsten geht's nämlich fürchterlich schief. Weil ich heute keine Milde walten lasse, gilt das nur für die erste. Das ist nämlich in deiner Runde auch so, ist mir gerade aufgefallen. Toll. Ja, bitte, mach weiter. Was hast du jetzt? 5, ne? Mhm. Dann mach mal weiter. Ich hab keinen Würfel mehr. Wie, du hast noch 2 Würfel, wie ich das hier so sehe. Dann komm, gib mir noch einen. Alter. Ich hab keine Würfel mehr. Ja, also die Sachlage ist jetzt halt wie folgt. Du meinst, ich muss jetzt noch ein Edge ausgeben, damit ich nochmal würfeln kann und den Wagen kurz geschlossen kriege, ja? Nö, du kannst auch versuchen, dir noch woanders Werkzeug herzuholen. Also du bist so, die Autotür ist offen. Kein Problem. Das habe ich ja gesagt, das ist kein Ding. Du kannst den Typen, wenn du willst, auch reinschleifen. Auch kein Ding. Du hast es fast geschafft, das Ding kurz zu schließen, aber dir fehlt, weil diese beschissenen Eco-Cars, das sind ja keine Benzinmotoren mehr oder irgendwelche Sachmotoren da. Sondern es ist ja ein reines Öko-Scheiß-Solar-Fick-Ding, ne? Da brauchst du einfach manchmal so spezielles Zeug und der Typ hat wirklich nur Müll. Sie kriegt das aber nirgendwo her jetzt. Das ist ein Problem. Ja, deswegen muss sie dann halt nochmal basteln. Also wirst du jetzt Edge einsetzen als gewagte Probe. Okay, na dann. Du dürftest die gewagte Probe auch weiter runterwürfeln, ne? Das reicht mir allerdings schon. 8 ist ganz solide. Wobei, wenn ich so die Mindestwürfe für Intervalle und Bauen... Ich darf den einen Erfolg auch noch nachwürfeln, glaube ich. Den darfst du nicht, glaube ich, bei einer gewagten Probe. Du dürftest die jetzt weiter runterwürfeln, habe ich gesagt, bei einer ausgedehnten. Deswegen ist es mir jetzt egal, das passt, du hast jetzt schon genug. Du kannst den Typen reinschleifen, wie gesagt. Das wird halt wirklich ein bisschen eng. Seine Wampe ist jetzt auch nicht besonders die Komfortzone, die man sich wünscht. Hast das Ding kurz geschlossen und du hast einfach die Matrixverbindung rausgerissen. Das geht am schnellsten. Gut. Das heißt, sie fährt jetzt fahren. Los und zwar auch nicht so langsam, damit sie... Weißt du, was das Gute an diesem Auto ist? Na? Nicht, dass es so hundertprozentig schnell ist und nicht, dass es gerade in den Bereichen, die du jetzt fährst, besonders gut auf der Straße liegt. Da kannst du nicht mehr so schnell fahren. Aber immerhin kannst du erstmal schnell rausfahren. Sondern, dass es ziemlich leise ist. Es ist ja ein Echo-Car. Oh, da fällt mir ein, sie hat noch ein bisschen aufgeräumt in der Zeit. In dem Ding. Und hat es auch abgeschlossen, wenn es geht. Du meinst die Bar? Ja. Wann hattest du jetzt dafür noch die Zeit, Alter? Ansonsten muss sie das jetzt noch tun. Du kletterst raus, du gehst rein, stellst den Tisch wieder hin, sammelst die Scherben vom Aschenbecher ein und machst das Licht aus. Licht hast du schon ausgemacht, ne? Ja, schließ die Tür ab. Ja, das reicht. Geh zurück und fährt los. Eben, sie will eigentlich nur, dass es so aussieht, als wäre er ganz normal gegangen. Ja, Scherben auf dem Boden sind da nicht mal so selten, also musst du nur das Gröbste einsammeln, das passt schon. Gut. Und gut, den Tisch halt sie zischt ab. Brummli, 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 bre, 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 genau. Du bist abgezischt. Ich bin abgezischt. Ich möchte auf dem Weg zu deiner für mich unbestimmten Destination gleich mal 2 Anmerkungen machen. Punkt 1. Deine richtige Karre. Ich nehme an, den scheiß Sitz, da kannst du erstmal drauf kacken, pust nur die Stücke raus irgendwann und schneidest dir das irgendwann mal neu, das ist geschenkt. Die Motorhaube wirst du vermutlich immer zukleistern. Mhm. Also die Windschutzscheibe muss ausgewechselt werden. Abzüglich dem, was du halt durch Lebenszielkosten hast, sind es 200. Kannst du in Angelegenheit. Kannst du in einem Tag machen, wenn du keine Rolltore mehr baust. Hast sie ja kann nicht zufällig auch gegebenenfalls Teile von dem Auto verwenden, in dem sie jetzt drin ist. Weißt du, was ein Mostrans Eco Car ist? Das ist ein Einsitzer. Das ist das, okay, was Stevan hatte. Das ist Apropos, das Auto, in dem du fährst. Jemand hat aus Langeweile das Logo der, was hat man gesagt, Moskauer Eisbären oder Pinguine? Der Eishockeymannschaft da reingeritzt. Und es riecht nach Stevan in diesem Auto. Nicht, dass Stevan stinken würde, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber er hat halt sein eigenes... Was denn? Oh, alter Verwalter. Good old times. Jo, sie denkt sich, danke, Stefan. Das Geld kannst du übrigens schon mal abziehen, ne? Was? Das Geld kannst du übrigens abziehen, ne? Ja. Übrigens, in dem Auto liegt unterm Fahrersitz, das wirst du merken, weil du hast ja wie gesagt, die bin ich platt, bla bla, liegen so ein paar Sachen, die auf jeden Fall nicht so fürchterlich Stefan-like sind. Lippenstift, Tattoo-Folie, die man sich so drauf macht, wenn man frisch gestochen wurde. Okay, das könnte zu ihm passen. Allerdings ist da der Abdruck von dem drauf, was da gemacht wurde. Das sind so rosenförmige Sachen. Vielleicht auch Lilien, so ganz klar kann man das nicht sagen. Dann hat er entweder sein Auto vertickt oder er hat eine Ische. Oder es ist seine Schwester. Alles drei ist schöne Sachen.
Ich streue nur wieder unsinnige Informationen, weil das so tief und dicht sein soll. Wo fährst du hin? Ah, du bist doof. Du machst immer alles kaputt. Frag mal Jigor. Sie fährt, der auch, blöde Sau, lässt er sich einfach umbringen. Gute Frage, wo fährt sie hin? Wie sicher war denn der Keller, in dem sie den ganzen Scheiß gebaut hat? Du wirst nach Donskoi fahren mit diesem bewusstlosen Typen. Okay, das ist vielleicht gar nicht so klug, komm. Naja. In irgendein, ne, das ist auch zu weit, in irgendein abbruchreifes Haus, das sie kennt oder irgendwas. Also in Schofino wird es das auf jeden Fall nicht geben, hast du gefunden. Wo sie einen Keller hat, wo niemand sie stört. Ich glaube, es ist durchaus möglich, dass du das findest. Hast du nicht sogar Ortswissen auf Schofino spezialisiert? Oder? Nein, nee, hast du auf hast Donskoi. Mir das auf Schofino nicht gegeben, deswegen war es Donskoi. Mimi, du findest so ein scheiß Ding fertig. Gut. Es gibt genug, du musst da bloß hingehen. Da hält ein Auto, da guckt der Penner da kurz mal auf, der ist halb blind. Du gehst da raus, du hast eine Waffe, er ist weg. Mhm. Er kramt schnell sein Zeug zusammen und rennt, soweit er das noch kann. Gut, dann schleift sie diesen Typen nach unten in den Keller. Oh, Junge, also du das hast ist ganz zwar schön den. Anstrengend. Ja, du hast den Zauberschaden hast du ja inzwischen auskuriert und so, das ist alles klar, aber. Also, weißt du, das waren echt die Vorteile, wo man noch so einen geilen Ork dabei hatte. Da konnte man Halbleichen viel besser transportieren. Mhm. Der ist fett, der Junge. Der muss ihn ab und zu mal treten, damit er sich besser bewegt. Entschuldigung. Sie bastelt ihn dann da unten irgendwie irgendwo dran. Also so mit Panzertape, Lagedönse halt, ne? So, dass er fest ist. Guterweise hat er auch einen Gürtel, das hilft. Oh, super, dann weckt sie ihn auf. Darf ich fragen, wie du das machst? Na, ein bisschen Wasser wird sie im Auto haben. Haha, in ihrem Auto, das nicht ihr Auto ist. Vanille-Deo? Allenfalls, damit er nicht so stinkt. Ekelhaft übrigens, ekelhaft. Du bist ein Arsch. Nö, dann haut sie ihm erstmal eine rein. Und so fest, wie sie hauen kann, gibt ihm das wahrscheinlich keinen Schaden. Sie klatscht ihm halt eine rechts und links, bla, damit er wach wird. Au, oh, das tut weh. Oh, scheiße. Oh, mein Rücken, was ist denn hier los? Wir beide werden uns jetzt ein bisschen unterhalten. Und wenn du schreist, mein Freund, dann reiß ich dir die Eier ab. Er guckt sich jetzt in leichter Panik um, erkennt den Ort nicht, was die Panik etwas verstärkt. Ganz ruhig. Was willst denn du? Wenn die Jungs das rauskriegen, die machen dich kaputt. Die sind aber nicht da. Na, aber die kriechen das raus und dann hast du aber ordentlich, ich würde dir raten, mich ja sofort. Ich kann das vergessen, aber du müsst mich ja so, du müsst mich rauslassen. Es gibt einige Dinge, die du vergessen kannst. Es gibt aber einige Dinge, es gibt auch einige Dinge, die ich vergessen könnte. Es gibt aber auch einige Dinge, die ich nicht vergesse. Und, Sag mal, die Stimme erkenne ich doch. Ich vergesse nie so ein aufgedrehtes Ding. Ja, sie nimmt sich jetzt auch die Maske ab. Das wird so blöd. Unbequem. Du bist das. Ich will doch nichts tun. Wenn du mich freilässt, ist so ein kleines Zuckerschneckel, dem würde ich nicht. Wenn du mich freilässt, ich vergesse das sofort. Nee. Du kannst doch dein Leben nicht wegwerfen jetzt. Du bist doch noch jung. Ich werf mein Leben nicht weg. Im Gegenteil, ich blühe gerade richtig auf. Scheiße, was willst denn du? Antworten. Du hast von dem ganzen Scheiß, der im Moment bei dir im Viertel läuft, vermutlich einiges mitgekriegt. So, und du kannst mir nicht erzählen, dass du nichts gehört hast, denn du bist nur Barkeeper in der Kneipe, wo sich alles trifft. Also, du erzählst mir jetzt alles, was du weißt. Und mit alles meine ich alles. Und wenn ich merke, dass du irgendwas auslässt, und glaub mir, ich merke das, dann werde ich dich direkt in die Hölle befördern. Und ich meine nicht, ich werde dich töten, denn das wäre zu nett. Nein, ich werde dich direkt in die Hölle befördern. Ich werde deinen Geist aus deinem Körper katapultieren und ihn direkt in die Hölle schicken. Also, Mund auf, erzähl mir was. Entschuldigung, mir ging gerade die Antwort durch den Kopf. Ich bin aber Atheist. Entschuldigung, nein, das sagt er nicht. Er scheint kurz flüchtig sich umzusehen, ob er irgendetwas findet, was ihm in dieser Situation irgendwie weiterhilft. Das ist nicht der Fall. Deine Freunde sind nicht da. Also mach jetzt dein verficktes Maul auf. Nö. Bist wohl bescheuert, Alter. Die machen dich kaputt und wenn ich den Maul aufmache, machen die mich mit kaputt. Ich bin doch nicht behindert. Willst du dich von denen oder von mir kaputt machen lassen? Scheiße, Alter. Du bist so ein kleines Zuckerschneckel. Wir können das vergessen, wirklich. Sie schlägt ihm direkt auf die Nase.
Au, scheiße, mein Riechkolben. Das muss nicht sein. Sie schlägt ihm mit dem Kolben ihrer Knarre nochmal auf die Nase. Willst du ihn in die Nase brechen? Ja. Okay, es macht laut Knack, jetzt hat er eine starke Rhinophonie. Deine Atemwege in der Nase sind jetzt nicht mehr frei, da spritzt und da läuft und überhaupt und voll das Blut bei dir und der Hand, digit. Fick dich! Scheiße! Bist du dir sicher? Du hast keine Ahnung, einfach nicht, was du mir antun kannst, wenn die das rausfinden. Sie nimmt das Messer, was ich dir ankündigte, was sie mitnehmen wollte. Ja, bitte. Schneidet ihm den Knopf von der Hose auf. Ja, bitte. Und sorgt dafür, dass sein Gemächt freigelegt wird. Es baumelt. Ach nee, er sitzt ja auf dem Stuhl. Es baumelt nicht. Es ist in sich zusammengesackt, ein trauriger Anblick. Was wird denn das? Nein, blasen werde ich dir nicht. Scheiße. Überleg dir ganz genau, was du mir jetzt erzählst. Ja, sie treffen sich bei mir, da ist totaler Stress, die hassen sich mit den Ohren, aber die müssen jetzt ja, die müssen ran. Weil der Gangboss, der hat wohl irgendwie Scheiße gebaut hier, bei diesen Motorradleuten. So. Weiter? Naja, da sind die auf die angewiesen und die kommen jetzt hoch, diese Ohren machen hier Ausgangssperre und hauen jedem auf die Fresse. Ich weiß nicht, wie das hier weitergehen soll. Leute, ich habe sie ihn abgeknallt vor der Bar. Schon der Winter. Pläne? Was hast du gehört? Die haben sich doch da besprochen. Die haben sich bestimmt irgendwie besprochen. Und wenn es nur Teile sind, ich will alles wissen. Ich habe dir gesagt, ich will alles wissen. Also mach dein Maul auf. Na, die machen ziemlich End of Defensiv. Die hängen eigentlich immer in der Bar rum. Gut, dann was haben die War erzählt? Irgendwas haben die doch erzählt. Die War oder reden sie haben... nicht mit mir, verdammte Scheiße. Nein, aber die Spikes unterhalten sich über das, was die War gesagt haben. Also mach dein Maul auf. Die Spikes haben voll den Schiss, dass die War einfach hochkommen, die zerlegen und den ganzen Laden übernehmen, Junge. Da ist nichts mit Zusammenarbeit. Es gibt die einzigen Pläne, die Spikes haben, ist, wie sie abhauen. Bloß der Gangboss will nicht, der hat's verschanzt. Wo? Na, im Hauptquartier. Wo ist das? Scheiße, lässt du... Wo ist das? Du bringst mich aus Moskau raus. Ich erzähl dir von selber nichts. Ich bring dich aus Moskau raus. Outgame-Frage. Hast du vor, ihn aus Moskau rauszubringen? Der hat vor, ihn umzubringen. Das ist nicht ganz dasselbe. Mach mal bitte überreden. Er wirkt nicht ganz überzeugt von deiner Aussage. Vielleicht liegt es daran, weil du ihm schon wieder... Oh, jetzt habe ich Nasendings. Weil du ihm irgendwie mit so Messer am... Ich weiß auch nicht, aber prinzipiell hat er offenbar nicht ganz das Gefühl, dass du ihm aus Moskau rausschaffst. Hey, du willst mich doch irgendwo abladen, aber ich muss aus der Stadt raus. Ich weiß doch, dass so ein Zuckerpüppchen mich nicht umlegen wird oder so. Du willst mir doch gar nicht tun, ich weiß das doch. Wir wollen sie das nimmt, wie gesagt, sie nimmt das Messer weg. Oh, naja, siehste, du willst mir nicht tun, ich will dir nicht tun, aber ich muss raus aus der Stadt, sonst quatsch ich doch nicht. Ich sorg dafür, dass dich niemand in die Finger kriegt, also erzähl. Hast du eine Karre für mich? Ich hab eine Karre. Auch eine für dich. Lege dieses Messer weg. Sie legt das Messer weg. Lege diese Knüfte weg. Sie legt die Knüfte weg. Ja, siehste. Geht doch alles. Er nennt dir jetzt eine Adresse. Dort hängen die rum, dort ist der Gangboss, aber da kommt keiner rein. Nur sei Sohn sieht den ab und zu mal, aber ich weiß nicht, wo der meistens rumhängt. Und sonst, dort um das hier Beute sind die meistens, so einmal am Tag gegen 12 oder so. Oh, scheiße. Da sind die dort, also mittags noch, und hängen da rum und quatschen, aber nicht direkt dort, wo der Boss rumhängt, sondern irgendwie ein Stockwerk drunter oder so. Okay. Du Mensch, Mädel, du bist doch jung, du kannst da oben nicht anfangen, die machen dich glatt. Ich hab nicht gesagt, dass ich da was anfangen will. Hast du einen Comlink? Na klar, der junge Comlink, ich bin schwer davon ausgegangen, dass du ihm das abgenommen hast. Ja, sie hat's noch. Achso, ja gut. Ja, war eh bewusstlos, aber zur Not, ja, klar. Hast du Nummern oder Bilder von den Jungs? Und Adressen? Bei Passwort ist Haifischflosse 13.
Wenn es irgendwie, wenn sie das Gefühl oder wenn er irgendwie Anzeichen gibt, dass er sie anlügt, ne, dann sagst du mir bitte Bescheid. Ich habe das gerade für dich gewürfelt und ich sage dir Bescheid. Sie gibt das ein. Es ist ja erstmal nur ein ganz normales Passwort. Ja, du hast das Zugriff auf sein Comic. Du bist jetzt hier quasi ja normal eingeloggt als er. Er hat weder Bilder noch Nummern, die irgendwie darauf hindeuten, dass sie gängig sind. In der Tat wurde die Kamerafunktion seines Comlinks noch nie im Leben benutzt. Wer davon gehört zur Gang? Keno. Denkst du mir, die geben mir eine Nummer? Hätte er sein können. Ich bin Ich doch weiß nicht, in welchem Barkeeper, ich Feld halte es mich jetzt da aus der zueinander Scheiße steht. raus. Ich bin Barkeeper, ich gebe denen Bier und dafür machen die mich nicht kaputt. Wer weiß mehr? Was willst denn du doch wissen? Ich will wissen, wer, wann, wo, wie ist. Ich will wissen, wer wo lebt. Ich will wissen, wie wer aussieht. Es ist wundervoll, dass du mir sagst, der Gangboss wohnt da. Das finde ich auch geil. In welchem Stockwerk ist das? Wie sieht der Typ aus? Vierter Stock, das ist so ein grober Kerl. Er hat die meisten Stacheln von allen an den Hals. Das erkennt man ganz leicht. Er hat drei Reihen hat er am Hals und sonst so. Der Hakennase, buschische Augenbrauen, hat keine Haare mehr auf Kuppe. Ausgefallen. Ja, und die treffen sich da alle mittags um 12 und die sind jeden Abend, gehen die jetzt, weil die risch aggressiv sind, die Jungs, die gehen irgendwo hin, treten die Tür ein und sagen, wir pennen jetzt hier, mach dich raus, egal wer du bist, und dort pennen die halt, aber ich hab doch gesagt, in der Umgebung sind maximal zwei, drei Straßen von dem Hauptgebäude. Gut, wie sieht der Sohn aus? Jungs, so lange loden wie so ein Bombenlöcher. Sie nimmt das Zopf. alles auf, übrigens, was er da sagt, ne? Ja, klar. So ein Zopf hier geflochten, ja, und meistens hat er eine Brille auf, so eine runde mit dünn Gestell, Stupsnase, die hat er von seiner Mutter. Entschuldigung. Ganz, ganz schmaler Mund und so Spitzbärtchen, das ist so ein kleiner schmächtiger Kerl, das hat er auch von der Mutter. Gibt's die Mutter noch? Oh, du fieses Miststück. Ja klar, aber ich glaube, die wohnt jetzt woanders. Nee, die wohnt noch hier in der Nähe. Er gibt dir erneut eine Adresse und gibt dir da auch eine Wohnungsdings und Namen und so weiter. Hat aber jetzt da keine Beschreibung offenbar. Geilon. Wohnt ihr auch im Spikes-Gebiet oder nicht? Mach mal Edge. Mindestwurf ist 3. Und ich weiß, dass das viel ist. Ja, Tja, gut. also ich würde irgendwie sagen, die wohnt auf jeden Fall richtig hart im Spike-Gebiet. Schöne. Gut. Kann ich also nicht mit Und der nicht quatschen. nur das, die wohnt quasi am Hauseingang, der dann direkt hochführt zur Monorail-Station. Also da ist immer eine Menge Betrieb. Und mit haben die noch was miteinander zu tun? Sehen die sich noch? Mögen die sich noch? Reden die noch miteinander? Achtet irgendwer auf die? Nee, also der hasst die und die hasst den, die kriegt keine Kohle von dem, die macht halt ihr Ding. Wenn die einen neuen Stecher hat, kommt rum und dann hat sie keinen mehr. Gut. Das heißt, es ist nicht ungewöhnlich, wenn die mal ein paar Tage nicht miteinander sprechen, ja? Auf gar keinen Fall, Alter, die reden ja auch nicht miteinander. Sehr schön. Man sagt sich, sie hätte ihm ein Nippelpiercing rausgerissen. Sehr schön. Mehr weiß ich nicht, jetzt bringe mich hier fort. Weiß er wirklich nicht mehr? Wenn dir nicht eine ganz spezifische Frage einfällt noch zu irgendwas, im Grunde genommen ist er leer. Wohnt der Sohn bei der Mutter? Nee, der macht das wie die anderen. Redet der noch mit seiner Mutter? Nee, ist genau das Gleiche. Alles klar. Sie geht zu ihrer Knarre. Ja, Und du packt bist bei deiner erstmal. Knarre. Sie packt erstmal alles. Sie wechselt noch die Muni, aber sie packt erstmal alles wieder ein. Hat die Knarre jetzt in der Hand? Schneidet ihn los? Sie schneidet ihn los. Weißt du, was richtig geil ist? Na? Der Junge glaubt, du bringst ihn fort. Ich Danke, weiß. Zucker, danke, Zuckerpüppchen. Ich wusste doch, wir können das klären. Komm mit hoch. Ja, na klar. Er geht hoch. Da ist das Auto. Ja, er geht zum Auto. Sie geht, wie gesagt, sie ist ein paar Schritte hinter ihm, also sie ist quasi direkt hinter ihm. Na, das ist ja klar. Er geht zum Auto. Er hat jetzt halt keinen Zugriff und so einen Scheiß. Ach ne, die Tür ist aufgebrochen. Er macht die Tür auf. Gut, sobald er drin sitzt, erschießt sie ihn. Ja, Stevans Karre ist mit Blut befleckt von einem Spiky Boy. Na, glaubst du allen Ernstes, dass sie sich jetzt noch die Mühe macht, den da wieder hochzuschaffen, wenn er selber laufen kann? Ich finde es sehr schön, was du da getan hast. Jojo rastet aus, finde ich in Ordnung. Also, der Typ ist richtig hart kaputt. Gut. Die Frage ist,
ich muss das jetzt fragen. Wie erschießt du ihn? Du schießt ihm einmal in die Brust, du schießt ein ganzes Magazin in seinen dreckigen Leib. Sie, guckt erstmal, dass sie ihn irgendwie so trifft, dass er nicht mehr schreit. Und dann drückt sie noch ein paar Mal ab. Also, ich glaube, sie nicht das ganze Magazin nicht, aber 10 Schuss landen irgendwo in seinem Körper. Okay, ich sehe es ein, das ganze Magazin wären ja auch 30 Schuss, das wäre vielleicht ein bisschen viel. Aber okay, also dann doch die wilde Furie, ja? Und der nicht die kaltbrechende Schlampe. Der ist Matsch. Mann, hast du ein Glück, dass die Karre noch fährt. Ja, es ist alles ein bisschen eklig, aber es führt leider keinen Weg dran vorbei, dass sie jetzt diese Karre dazu bringt, zu diesem Abgrund zu fahren oder da zur Not noch mit drin sitzen muss und dann diese Karre... Du musst da auf jeden Fall mit drin sitzen, Alter. Sonst sitzt sie da jetzt am Anfang mit drin. Und das ist super gefährlich, weil da ist halt viel Geröll und so ein Scheiß im Weg und du weißt ab einem gewissen Grad, ach hier, der Abgrund, das ist der in Schofgenau, wo diese Häuser eingestürzt sind, weil sie das alles unterkellern wollten mehrfach. Ja, einen gewissen Teil, da reicht es auch, wenn sie die Karre dann einfach nur noch geradeaus fahren lässt. Genau, nee, aber um ranzukommen, die Straße wird immer beschissener, du musst mit drin sitzen, du sitzt quasi in dem Matsch, den du aus ihm gemacht hast. Ja. Das ist so abartig schön. Auf jeden Fall, du siehst, also dann am Ende, legst halt seinen Fuß aufs Gaspedal, wenn es das noch gibt, oder auf den Knopf oder was auch immer, und das Ding fährt auf den Abgrund zu und stürzt ungefähr 20 Meter vorher aufgrund des Eigensgewichts schon in die gähnende Leere. Es ist nachts. Du hörst sofort, wie irgendetwas sich daran macht, Metall aufzubrechen, beiseite zu schmeißen und sich dann über einen Leichnam herzumachen. Gut, sie ist froh, dass sie noch ein bisschen, dass sie noch Muni hat und zerstarb. Guckt erstmal, dass sie ihre Karre irgendwie wieder kriegt. Ja, die Karre ist irgendwo hingefahren, wo du wolltest. Mitten in der Nacht. Und, geht dann zurück. Du gehst also mit diesem Matschrücken zurück. Sie hat keine Wechselklamotten dabei. Sie will auch irgendwie gar nichts anderes anziehen, weil das gepanzert ist, was die da anhat. Wenn sie jetzt was anhat, was nicht gepanzert ist, ist das scheiße. Das Einzige, was sie machen kann, ist, sich ein bisschen sauber zu machen oder die Klamotten ein bisschen sauber zu machen. Aber was anderes kann sie nicht machen. Moment, dein Auto muss irgendwo noch weit, weit nördlich von dir stehen. Das heißt, du hast da Wechselklamotten drin. Stimmt. Also ich meine, du kannst es aus dem Preisgebiet nach Süden fahren lassen, aber nicht besonders weit, weil der Autopilot ja, wie gesagt, relativ ungünstig ist. Ja, sie deswegen fährt, sie holt es halt wieder irgendwo ran, so weit in die Nähe, wie sie kann, und läuft dann halt dem Auto entgegen. Und naja, wie gesagt, sie will eigentlich die Klamotten nicht ausziehen, weil die gepanzert sind. Was sie jetzt erstmal macht. Im Auto sitzt das auch scheißegal. Ja, ist richtig. Stimmt, du hast recht. Das ist ein bisschen eklig. Sie zieht sich um, hat die Sachen in der Plastiktüte, muss sie dann halt waschen. Du lagst in einem Sachsen, natürlich ist das eklig. Ja, das was war es? Novosibirsk. Ja. Sehr aber schön. Mit sächsischem Akzent. Dialekt. Ja, Dialekt. Verzeih. Ich verzeih dir. Gut. Sie fährt zurück. Geht zurück, fährt zurück, wie auch immer. Wenn das Billy wüsste, Junge. Du bist das erste. Das Erste, was sie tut, ist, diese Klamotten irgendwie in der Dusche sauber zu machen. Dauert eine Weile, aber natürlich. Ja. So, in der Zeit, in der das Zeug irgendwie, wahrscheinlich hat sie sogar in irgendeinen Zuber gelegt oder so, nachdem sie die ersten Gewebsreste und Blutreste abgedingst hat und mit Zuber mit Waschmittel oder so ein Scheiß halt. Wenn es da sowas gibt oder Seife oder irgendwie, wird sie das schon improvisiert kriegen. Setzt sich dann in die Küche. Nee, sie muss selber nochmal duschen, glaube ich. Ich glaube, sie hat auch am Körper überall Blut, eklig. Natürlich hast du am Körper überall Blut. Gut, dann kann sie direkt mit ihren Sachen duschen. Nein, Quark. Egal, nachdem das alles erledigt ist, so die notwendigen Dinge, damit Alex nicht irgendwann ausrastet. Warte mal ganz kurz. Wie viel Edge hast du noch? 3. Okay, hättest du 2 gehabt, hätte ich die jetzt 1. Hattest du nicht noch 2 nur noch? Nee, 3. Na gut, hättest du 2 gehabt, hätte ich dir jetzt 1 zurückgegeben, wegen Einblasen werde ich dir nicht, aber okay, dann mach weiter. Gemeinheit, kannst du mir auch so 1 zurückgeben? Nein, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du nur noch 2 hattest. Dann habe ich halt noch 2, ich dachte, ich hätte noch 3. Ich bin mir sehr sicher. Du gut, hast ja jetzt damit wieder 3. Ja, eben, deswegen ist es egal. Obwohl du mich bescheißen wolltest, Alter. Nee, das wollte ich nicht, das habe ich in bester Absicht gesagt. Ich war mir auch recht sicher, weil ich ja 1 quasi dann doch nicht benutzt habe oder irgendwie so war das, glaube ich. Stimmt, wobei, warte mal, ich habe 2 benutzt, um das Auto zu knacken, ne? Du hast recht, 3 habe ich ausgegeben. Ja, entschuldige bitte. No one messes with the Spielleiter.
Boom. Genau. Wie gesagt, sie macht soweit sauber, damit Alex keinen Ausraster kriegt und vielleicht so wenig wie möglich von der ganzen Aktion mitschneidet. Und ups. Und setzt sich dann in die Küche und trägt die ganzen Adressen ein. Guckt sich das alles auf der Karte nochmal an, weil das, glaube ich, für sie jetzt relativ entscheidend ist. Guckt sich auch die Adresse von der Mutter nochmal an, überlegt sich gerade um eine Möglichkeit, da vielleicht nochmal vorbeizufahren, denn die weiß bestimmt mehr. Mhm. Wobei wahrscheinlich nicht, wenn die irgendwie nicht miteinander reden. Also ich fürchte, die ist weder als Druckmittel noch als Informationsquelle sonderlich geeignet. Du kannst natürlich trotzdem gern umbringen, wenn dir das beliebt. Nee, es ist sinnlos. Das ist Munitionsverschwendung. Das ist sehr große Munitionsverschwendung. Nichtsdestotrotz schaut sie, dass sie da sich den ganzen Scheiß anguckt, damit sie weiß, wo da was ist, wo sie wie abhauen kann und so weiter und prüft halt die ganzen Infos nach, die der Typ ihr gegeben hat. Naja, wie wirst du die nachprüfen? Nein, also die Adressen, aber, das scheint sinnvoll zu sein, was er da gesagt das hat. Das meine ich. Die Adressen, ob die sinnvoll sind und guckt sich dann vielleicht irgendwie, sofern es denn Google Street View gibt oder sowas, den ganzen Scheiß nochmal an, zoomt halt so nah ran, wie sie kann, damit sie irgendwie möglichst gute Bilder von allem kriegt und Informationen bekommt und so weiter und so fort. Damit wird sie auch wahrscheinlich eine Weile beschäftigt sein. Guckt halt mal, ob sie zu irgendwelchen Namen, die sie nicht hat, hahaha, stimmt, sie hat keine Namen, verdammte Axt. Kann mir nicht immer 1000 Namen ausdenken. Nein, aber sie geht halt auch nochmal die Beschreibungen durch, damit sie die irgendwie im Kopf hat und so weiter. Das wird alles ein Weilchen dauern. Na, ich hoffe, du hast die im Kopf. Ja. Passt. Das Hauptquartier, was er dir genannt hat, ist also ein Wohnhaus, bei dem die Hälfte eingestürzt ist und Renovierung hatte man nicht so richtig Bock. Also sind alle ausgezogen, aber offenbar dann doch nicht. Es gibt keine aktuellen Bilder. Früher war das halt mal ein scheiß Wohnhaus. Wie es jetzt aussieht, der kleine Dewey hat dir gesagt, dass dein Auto dran vorbeigefahren ist. Das ist natürlich, um sich zurechtzufinden, da Bilder gemacht hat. Und die sind noch im Zwischenspeicher gerade so. Sehr schön, dann kann sie die sich noch... Allerdings nur die von dem Haus, nicht vom Weg. Das hat damit zu tun, dass ich das so sage. Wollen die ja nicht zu viel gönnen. Und naja, sie haben das nicht nur mit Brettern vernagelt, sondern mit Stahl. Und damit meine ich die scheiß Fenster. Und zwar bis ganz nach oben. Die Tür ist auch verstärkt offenbar. Auch nachts hing da davor einer rum. Und du kannst halt nicht erkennen... Ach, der hat dir gesagt, welcher Stock das alles ist, ne? Ja, er hat gesagt, im vierten Stock wohnt der Gangboss. Und die treffen sich immer um 12 Uhr mittags eine Etage drunter. Alle. Genau. Das kannst du jetzt so nicht nachprüfen, aber es sieht zumindest ziemlich so aus, auch deswegen, weil ziemlich viele Nieten an den Türen und Fenstern angebracht sind, halt Spikes, weißt du, dass das so deren Ding sein könnte. Gut, dann musst du sich nur noch überlegen. Keine Skorpione. Was ziemlich ungewöhnlich sein müsste. Sind bestimmt irgendwo im Haus. Nee, dann muss sie sich jetzt erstmal überlegen, wie sie in dieses verfickte Haus reinkommt. Das ist nämlich gar nicht, eigentlich muss sie nochmal hinfahren. Aber nicht mehr jetzt. Nach der Ausgangssperre, das wäre wirklich nicht klug, richtig. Oder? Richtig. Nicht, dass das was echt passiert. So. Kann sie nachmittags. Vor allem hast du jetzt immer noch eine zerschossene Scheibe. Eben, das kann sie nachmittags um 3 machen. Ja, wie gesagt, sie macht die Infos alle so weit klar, wie sie kann und legt sich dann auch erstmal hin. Lässt die Sachen halt einweichen über Nacht. Jojo ist kein Zuckerschneckchen. Das, was ihr heute miterleben konntet, war quasi Future-Jojo. Also es gibt die Einteilung Jojo. Das ist alles so, was man bisher kennt. Dann gibt es Future-Jojo. Das ist das, was man heute erleben konnte mit dem guten alten Typ von der Spätschicht. Und nächste Folge kommt dann Real-Jojo. Also das wird die nochmal etwas unangenehmer. Für beliebige NSC.
Und das wird, glaube ich, naja, gut, das kann man durchaus, da kann man zuhören, das kann man machen. Die nächste Folge wird dann noch deutlich länger als die hier. Die geht 2,5 Stunden oder so. Das hätte man auch anders einteilen können, den Schnitt noch woanders setzen. Hätte aber Arbeit gemacht, ne? Bin ich jetzt nicht für. Also, das weiß ich nicht, muss nicht sein. Und deswegen habe ich das gelassen. Nee. Passt auch einfach thematisch, einfach hier so viel besser der Schnitt. Und dann kannst du dich nächstes Mal, Alex, auf eine richtig, richtig lange Folge freuen. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch sagen, wundere dich nicht über komische Geräusche oder irgendwas Komisches. Bei Flummi in der Küche, wo ich ja letztes Mal gespielt habe, war es halt so, dass der Raumhall relativ intensiv war. Und obwohl ich versucht habe, das zu schneiden, ist es mir, also das kannst du vergessen, das geht nicht. Deswegen klingt es, es hat Pathos, nee, hat's nicht, aber klingt halt komisch, passt. Genau. Ansonsten weißt du ja Bescheid hier. Also das Diablo Swing Orchestra mit Balrog Boogie hat die Mucke gemacht. White Russian läuft unter der Creative Commons 3.0 und Shadowrun gehört Tops in Amerika. Und Pegasus in Deutschland, die haben die Rechte dran, bla bla bla, und wir machen halt richtig geilen Shit damit, oder was? Und ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Lass mich kurz auf meinen imaginären Zettel gucken. Ja, Buttplug. Ja, ich glaube, das war's. Bis zum nächsten Mal und bereite dich schon mal seelisch-moralisch auf Real Jojo vor.